Und dann zum Wohl. Beim Essen kann man nur schöne Gesichter machen. Ja, Stefan, also ich würde sagen, ich gehe dann Arbeit verrichten. Es wird ein ordentliches Stück Arbeit. Oh, zu der Scheiße. Dann komm wohlbehalten zurück. Keine Backflips. Ja, ist nicht so. Mach sachte. Ja, nach einer guten Dreiviertelstunde Ruhe mit bisschen Kaffee und Kuchen haben wir uns entschieden, dass wir uns teilen. Das hatten wir zwar schon vorher besprochen, aber noch nicht so 100% konkretisiert. Stefan möchte ein bisschen mit dem Mountainbike im Bereich des Eibsees irgendwie ein bisschen hochfahren, ein bisschen downhill, da hat er eine schöne Runde. Wird da auch sicherlich 2,5 Stunden beschäftigt sein. Bei mir ist es so, dass ich halt eher noch ein bisschen was laufen will. Habe mir auch was rausgesucht, was erstmal ab der Olympiaschanze startet. Müssen wir mal schauen. 550 Höhenmeter ist wohl auch ein bisschen anspruchsvoll. 3,5 Stunden haben wir noch Tageslicht, dann ist Sonnenuntergang. Wir müssen mal sehen, dass wir da jetzt wirklich auch ein bisschen Gas geben. Das bedeutet nicht so viel bummeln und auch zügig vorankommen. Aber die Kräfte von mir sind ehrlich gesagt auch schon fast aufgebraucht. Aber das wird sicherlich noch irgendwie drin sein. Uhr, jetzt sind wir hier links von den Schanzen. Ich möchte jetzt hier meine Wanderung beginnen. Es geht hoch auf den Eckbauer. Sind ungefähr nochmal 600 Meter One-Way zum Gipfel. Mal schauen, was auch die Zeit so sagt, aber ich denke, das ist eine Möglichkeit. Ja, und dann kann man das Ganze auch ein bisschen verlängern zum Bamberg und dann vor der Partnerklamm runterlaufen. Die will ich auf keinen Fall mitnehmen. Ganz einfach deswegen, weil ich die ja noch zweimal begehen werde und den ersten Eindruck zusammen mit Stefan dann in Ruhe genießen möchte. So, jetzt ist hier ein Offroad-Park. Hammer. Oh, hier muss ich, glaube ich, mal Pause machen. Eine halbe Stunde ist um, 280 Höhenmeter, 2 Kilometer genau, also es hat schon was, sieht schon echt gut aus, aber ich glaube höhenmäßig ein Drittel vom Gesamtpaket. Boah, erstmal ganz kurz zu Kraft kommen, ist ja auch wirklich ungewöhnlich heiß. Kilometer 3,4, immerhin auch schon 460 Höhenmeter.
Jetzt ist der Eckbauer hinter mir, die Bergstation. 5 Minuten vor mir soll wohl das Gipfelkreuz sein. Und dann geht es eigentlich weiter. Mir ist aufgefallen, ich laufe ja gegen den Uhrzeigersinn. Dann ist ganz klar, dass es hier weitergeht. Und eventuell kann es mit dem Licht ein bisschen problematisch werden. Das heißt, gar nicht so viel trödeln. Erstmal zum Kreuz und dann erstmal ein bisschen Strecke machen. Gefällt mir gut. Knapp eine Stunde unterwegs. Also der größte Kanten an Höhe ist gemacht und der Rest ist ein bisschen, ich sag mal, Feinkosmetik. Uhr, noch ein bisschen was essen, letztes Brötchen und dann müssen wir auch weiter. Es ist echt doch schon relativ spät. Servus. Oh, Junge, Junge. Fritz, alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag. Und ich weiß, dass das einer deiner Lieblingssongs ist von Wang Chung. Dance All Day, so von Danny Bay. Da geht noch was. Dankeschön.